Herzlich willkommen zum fünften Teil meiner Self-Made Umbaus BMW R80 RT. Ja, ihr seht, ich sitze im Auto und wir reden gar nicht lang herum. Ich schneide gleich rüber zu Max. Ich habe die Teile alle eingepackt. Ihr habt das im letzten Video gesehen. Und wir machen uns auf den Weg zu Max und dann geht es nachher weiter. Also, bis gleich. Schön machst du das. So, das ist dein Max, der Garage. Lauter feine Sachen stehen da. So. Erster Simmering ist schon drin. Geht zack, zack bei Max. Da gibt es kein Zittern, gell? Ja. Allerwand. Da ist das siffige alte Öl. Jawohl. Mado. Vorher. Warte. Ja. Dann machen wir ein Nachherbild. Ja, machen wir noch ein Nachher. Ja, ja, ich lasse euch da ein bisschen mitschauen. Ist auf alle Fälle auch für mich interessant, weil sowas da ich mich nicht machen. Es ist zwar eh nicht so viel dabei, oder? Aber wenn du es noch nie gemacht hast, lass es lieber vom Fachmann machen. Ist so, bist du Fachmann, nicht? Bist du jetzt die ganze Zeit filmen? Nein, natürlich nicht. Bist du? Das ist schön, das ist jetzt das Nachher. Das passt. Schön hast du es gemacht. Ja. Hast du mich nicht? Naja, fast. Ja, wie alt? Wie? 36 Jahre alt, ne? Gute Frage, keine Ahnung. Ja, 86er Baujahr. Bist du? Hm? Wie, was wären? 86. Na, bald fährt's wieder. Bald. Sind ja nur mit zwei, drei Kleinigkeiten zu machen, ne? Ich weiß nicht, was du alles vorhast. Ja, ein bisschen was. So, die Dichtringel, das kann man auch austauschen. So, erste Gabel fertig. Der Herr Reis will unbedingt filmen. Unbedingt. Ja. So. Bei mir spielt so Musik nicht. Was spielst du bei dir? Uga-Uga-Musik. Bei mir gibt es nur Black Metal, Death Metal, Heavy Metal. Ah, das. Aber das kann ich da nicht. Da schalten die Leute dann aus. Da haben die aus. Ja. Und ich komme auf die andere Seite, vielleicht sehe ich es auch mehr. So. Das Gute. Das Gute. Angaben laut Herrn Weiß. Laut BMW Wiener Neustadt Zitter. Das dann noch fort. Ja, aber nicht schwarz ist fest, ich glaube. Und es rinnt nichts aus, Scheiße. Nein, ich muss sagen, die sind wirklich super nett beim Zitter gewesen bis jetzt. Also die haben alle Angaben ausgesucht, alle Drehmomente. Die sind wirklich super nett und hilfsbereit. Hört man das? So wie der Installateur. Ich hab auch was anderes gedacht. Ja, ich wollte es nicht sagen. Weißt du, ist dieses Video speziell für Kinder? Nein. Ein bisschen da
Bei der Doktor kommt mit der Spritze. Mhm. Weil gerade nichts anderes bei der Hand hat. Man beachtet die Fingerwertigkeit. Genau. Ist kränlicher. Ja. Ist der Luft gesagt, ne? Ja, weil die Finger zu groß sind. Mhm. Zuerst ist das so super gegangen. Würstelfinger quasi, nicht? Mhm. Geht's? Na schau. Jetzt haben wir's. Ist wie am Heim ist die Hölle los, der Arzt, ne? Der Spritzen. Mein Speich ist zu grob gewesen. Nicht schon leise. Mhm. Was ist schon anders als? Dass es nachher noch aufwächst, wenn du nachkommst. Genau. Schön machst du das, muss ich sagen. Passt du nachher auch nicht mehr, gell? Oder ein Yoga-Kurs? Passt, perfekt. Zweimal fertig. So, und jetzt schauen wir sie dann noch. Schauen wir sie noch das an. Wenn wir das Logo da oben kriegen. So Leute, ich bin wieder retour. Ist ein kleiner Zeitsprung auch natürlich dazwischen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich bin wieder retour von Max, wie gesagt. Nochmal danke an der Stelle für Max. Und hat super funktioniert mit den Gabelsimmeringen, mit der Gabelbrücke, mit der unteren Gabelbrücke, mit dem Lenkkopflager herausnehmen. Ja. Ich schneide gleich weiter zum Unboxing, die Box steht da drüben, zu den Teilen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns gleich wieder. Hallo, grüß euch, servus miteinander. Danke fürs Einschalten. Weiter geht's mit meinem Selfmade-Umbauprojekt BMW R80RT. Und ja, ihr seht es. Mein Backerl ist da und zwar von der Firma Kickstarter. Es ist aber noch nicht alles jetzt drinnen, und zwar mache ich mit euch jetzt, ich habe selber noch nicht reingeschaut, ihr seht es, es ist noch original verschlossen. Sollte drinnen sein der Heckrahmen, es sollte drinnen sein der hintere Kabelbaum, der vordere Kotflügel und der hintere Kotflügel. Und wir werden es jetzt gemeinsam miteinander auspacken. Ich war nämlich jetzt gerade vorher es ist jetzt doch schon wieder selber her, beim lieben Max und seiner lieben Frau, der Melli, bei ihm zu Hause in der Garage. Ihr habt es eh gesehen. Und zwar haben wir es übertrieben, der Max hat in seinem allwissenden Mechanikertum mir die Gabelsimmering getauscht und das Gabellager ausgebaut. Vielen, vielen Dank, Max, Name an dieser Stelle. Wie immer, geile Hocken gemacht und danke vielmals für die Unterstützung. Ja, jetzt werden wir das einmal auspacken, das Zeug. Jetzt habe ich gar kein Messer da, oder? Warte, ich habe eine Schere. Und ich bin echt schon gespannt, wie die drinnen ausschauen. Packen wir es auf. Ja.
Echt, eine leere Schachtel. Okay, eine leere Schachtel haben wir mal. Wird wahrscheinlich unter dem Mythos Verpackungsmaterial fallen. So, was haben wir da noch? Noch mehr leere Sachen. Na, erst ich hoffe, das ist keine Mogelpackung. Nein, ich sehe schon. So. Da ist der hintere Kotflügel. Jetzt bin ich schon gespannt, wie der ausschaut. Oh ja. Wir haben das aber echt gut eingepackt. Ah, und da sehe ich ja den Kabelbaum schon drinnen herumliegen. Machen wir es trotzdem auf. Ja, wir wissen, ob er alles in Ordnung ist. Und nicht irgendwie ein Transportschaden oder schlechte Ware. Ich habe noch nie was bei der Firma Kickstarter zuvor bestellt. Mir wurde es auch nur empfohlen von einem YouTube-Kollegen, der. Aber es sind beide Kotflügel drin. Von einem YouTube-Kollegen, der denselben Umbau gemacht hat, wo ich mir immer wieder anschaue, wie er das so macht und mir so ein bisschen sowas abschaut, ehrlich gesagt. So, Moment. Zur Ballade setze ich da nicht viel. Aha, okay, da ist noch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt da schon ein bisschen verbogen. Und da ist jetzt noch die Schutzfolie drüber, die dann runterkommt. Okay, okay, okay. Das ist auf alle Fälle der Kabelbaum, der hintere. Der ist wirklich leibend, weil ist wie die Original, wie der Originalstecker belegt und ja, kostet, ich glaube, 25 Euro oder 30 Euro oder so. Aber der ist wichtig, den brauchen wir, nur dann müssen wir selber nicht herumfummeln und herum experimentieren. Von dem her wirklich eine tolle Geschichte. Bin ich noch gespannt auf den Kotflügel da. Der ist geil. Das ist der kurze vordere Kotflügel. Und ganz ehrlich, da ist natürlich, das ist Alu. Ich tue die Folie jetzt noch nicht abziehen, bewusst. Ne? Vielleicht kann man da ein bisschen. Ja. Der ist geil, der ist schon kurz, aber nicht zu kurz. Und man könnte den eventuell, wenn man möchte, auch noch kürzen. Aber ich glaube, den werde ich so lassen. Der vordere Kotflügel hat kostet, ich glaube, 30 oder 35 Euro. Und der hintere Kotflügel. Na komm, aber. So, das ist also der hintere. Den kann man sich dann noch. Okay, das ist die schöne Seite. Das ist das, was vorne dann. Batterieseitig Richtung Rahmen kommt, kann man lassen, ist, schaut sehr stabil aus, bleibt sich sehr wertig an. Ich glaube, der hat kostet 70 Euro oder so. Also ist echt okay, aber ich freue mich ja schon am allermeisten aufs nächste. Und dann mal, nein, nein. Ja, da ist er. Und zwar der Heckrahmen. Das ist der ganze. Das ist der ganze Heckrahmen. Warte, sieht man das so? Ja, das ist also der ganze Heckrahmen, der dann aufs Bike draufkommt. Inklusive Teilegutachten und Materialgutachten zum TÜVen. Moment. So. Auf den bin ich echt schon gespannt. Da muss ich auch sagen, das schaut eigentlich auch wirklich super Schweißnähte, sehr wertig aus. Ja, ist schwerer als ich gedacht habe, zugegebenermaßen. Das ist ein bisschen blöd von der Größe her vom Film, gell? So. Ist gar nicht so leicht, also ist richtig festes Material und das wird geil. Also den werde ich jetzt einmal am Wochenende mal probehalber anhalten und
Ja, das war mal das Unboxing von der ersten Lieferung. Es fehlt dann noch der Sitz dazu, der passende. Und was fehlt noch? Ja, Tankdeckel. Da bin ich immer noch nicht so recht sicher, welchen Tankdeckel das ich nehme und wo. Also da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen am Schauen und am Überlegen. So, Moment einmal. Was haben wir denn da bekommen? Ah, okay. Genau, es fehlt noch die Sitzbank. Perfekt. Gut. Ja, Leon, das war mir das Auspacken vom ersten Schachtel. Sitzbank kommt noch, Tankdeckel bestelle ich wahrscheinlich jetzt nur noch. Und dann habe ich mir die wichtigsten Teile, es fehlen nachher nur mehr Blinker und Rückleuchte und Kennzeichenhalterung. Das mache ich aber dann, wenn es alles andere mal fertig ist. Jetzt muss ich sowieso nur auf nächste Woche warten, dass ich die neuen Lager bekomme für die Gabel. Na, Lenkkopflager, das ist auszubringen. Und dann kann ich ja schon die Gabel einbauen. Ja, also ihr seht, es geht voran. Ich werde mal wieder auf Stopp drücken und ein bisschen was dazwischen machen. Und wenn es Neuigkeiten gibt, geht es dann weiter. So, Unboxing ist auch fertig. Habt ihr auch gerade gesehen. Dann bleibt man immer für über, wie zum Sagen, wie schaut es jetzt aus mit den Heckrahmen. Heckrahmen habe ich jetzt einmal performerhalber montiert. Ihr seht, das schaut schon richtig leibend aus. Das wird richtig cool. Leider muss ich sagen, war ich von der Passform des Heckrahmens entsetzt. Also für 435 Euro, was der kostet, ist die Passform, naja, nicht zufriedenstellend für meine Ansprüche, wenn man schaut, wie das da, also das sollte ja eigentlich da bei der Lasche, sollte das da schön anliegen, das tut es aber überhaupt nicht. Also da ist richtig viel Spiel. Da muss ich jetzt nur mal schauen, wie ich das am gescheitesten löse, wie ich das am geschicktesten mache. Und ja, ich habe dann auch nachgefragt bei der Firma Kickstarter. Die meinen, das sind diese Toleranzen, weil BMW werkseitig schon diese serienmäßigen Laschen am Rahmen anscheinend sogar, die irgendwie nur bei Hand angeschweißt worden sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es ist jetzt einmal drauf, bitte auch nicht gleich wieder schimpfen. Die Schrauben, die jetzt da verschraubt sind, ist nur mehr zum Testen, performerhalber. Das sind jetzt nicht die finalen Schrauben, die drauf bleiben. Ja, gut. Da, wie gesagt, werden wir uns überlegen, was ich da mache. Es gibt auch dann schon die nächsten Schritte. Leider ist das Lenkkopflager nach über einer Woche immer noch nicht da. Ich habe das bestellt bei der Firma SKF, bei uns in Wiener Neustadt, beim Kurt Koller. Ja. Das Lager ist zwar da, ich war dann am Freitag dort und habe mir gedacht, jetzt warte ich schon über Wochen auf das Lager. Dann bin ich mal reingegangen und sage, du, frage, ist das Lager da? Ja, das ist eh da. Sage ich, naja, vielleicht hast du mir Bescheid gesagt. Ja, aber es fehlt das Blechplattel, das was unten bei der Gabelbrücke drauf sitzt, wo das Lager drauf kommt. Was machen wir denn da jetzt? Sage ich, na, das darfst du mich nicht fragen. Ich brauche das drum. Naja, da muss ich dann beim Hersteller nachfragen. Alter, was hast du jetzt die letzten Tage gemacht? Wirklich, also das ist wirklich eine Frechheit, wie manche Firmen. Jetzt muss ich denen am Arsch gehen. Ja, ja, wir haben jetzt Feiertag, es ist Montag inzwischen. Und jetzt wäre natürlich morgen lästig sein und werde dann jetzt auf die Socken gehen. Tankdeckel habe ich jetzt auch einen bestellt bei der Firma Kickstarter. Den kriege ich jetzt in matt-schwarz gepulvert. Wird sicher geil. Das nächste Schritte sind jetzt eben Gabelfüße, Gabelbrücke und ein paar andere Aluteile lackieren. Später dann auch den Heckrahmen noch lackieren. Wie gesagt, zuerst möchte ich das noch fertig anpassen. Das wird es allerdings dann erst im nächsten Teil geben. Ich sage einmal fürs Erste danke fürs Zuschauen. Leibend, dass ihr dabei wart. Möge die Macht mit euch sein. Ich bin der Weite, ihr seid die Geilsten. Ciao, Baba. Grüß euch.